Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Polybridge. Ich habe hier zum Verhältnis zur letzten Folge ganz kurz meine Brücke noch etwas minimiert, bisschen einfacher gemacht, ein bisschen niedriger gezogen und jetzt auf das Minimalste beschränkt, um noch ein bisschen was an Geld rauszuholen. Und jetzt werden wir erstmal unsere Theorie vom letzten Mal nochmal rangehen, weil ich fand die gut. Ja, ich fand sie wirklich gut. Ich will aber ganz kurz die hier ein bisschen nach außen manövrieren. So, hier möchte ich nämlich dann da drauf meine Brücke bringen. Eine Straße, die dazu benötigt wird. Und ich fand an sich die Idee komplett gut. Okay, wir sind ein bisschen hoch. Weil ich hier die Diagonale nicht hinbekomme. So. Die Diagonale brauche ich halt wieder zum Stabilisieren des Ganzen. So, genau. Das wird einmal kopiert, einmal geflippt. Dann passt das nämlich hier hin. Und dann machen wir das Ganze hier jetzt nochmal von oben fest. Möglichst minimalistisch, glaube ich, ist am einfachsten, wenn wir hier so ein strammes Ding drüber ziehen. So. Hier auch noch mal. Genau. Das ist jetzt möglichst klein, anstatt hier diese Zickzack-Muster zu machen. Halten wir das jetzt mal so in der Hoffnung, dass es hält, aber es sieht gut aus. So, ich fand unsere Idee an sich gar nicht schlecht. Mit der parallelen Straße hier. Und das werden wir auch wieder übernehmen. Nur diesmal lassen wir es nicht nach unten gehen von hier aus, sondern wir machen es einfach direkt hier auf der Brücke fest. Ich glaube, dass das eventuell der einfachste Weg ist und auch der Weg, der geplant ist, vor allen Dingen. Das heißt, wir müssen hier wieder unsere Stabilität reinbringen. Mal ganz kurz hier mal so. So. Unser Standardprozedere. Das ist das Ganze. Und hier machen wir jetzt eine Hydraulik fest. Die muss natürlich von unten nach hier hingehen. Da müssen wir halt gucken, wie weit das Ganze kontraktiert werden muss. Wir lassen das erstmal nur auf der linken Seite laufen, um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert. Wichtig ist, es hält. Jetzt kommt auf an, stimmen die Prozentzahlen. Oder muss noch weiter gemacht werden. Sieht gut aus mit 50%. Jetzt ist die Frage, ist das auch knapp? Das reicht gerade so auf beiden Seiten, weil es kopiert ist. Jetzt ist die Frage, schafft er den Hubbel oder müssen wir es noch einen Tick runterbringen? Okay, er schafft ihn nicht. Das heißt, wir machen das einen Tick kürzer. Weiter runter kriegen wir es nicht, weil wir schon bei 50% sind. Nur das Ganze mal ein bisschen im schnelleren Durchlauf. Beobachten hier drüben den entscheidenden Punkt. Könnte noch ein Tick zu hoch sein. Ah! Könnte hier unten noch ein bisschen was stabilisieren. Glaube ich. Können wir da was machen? Wir können da was machen, wenn wir hier nochmal festmachen. Dürfte es eigentlich ein bisschen was hier bringen. So, mal schauen, ob oder ob nicht. Hält das jetzt ein bisschen mehr aus? Ja, tut es. Perfekt. Dann kopieren wir uns nämlich gerade diese ganze Geschichte. Kopieren, flippen und bringen das Ding hier an, wollte ich sagen. Aber es geht nicht. Warum nicht? Weil die Straße nicht geflippt wurde. Löschen. Wir kopieren einfach das Ganze. Kopieren, flippen und anbringen. Perfekt, jetzt fehlt nämlich nur eins und das ist der hier. Und schon sollte das eigentlich funktionieren. Gucken wir uns das mal ganz an. Es hält. Jetzt kommen die beiden Hydraulikphasen. Oh, was ist da los? Wieso fährst du nicht hoch? Wieso schaffst du das bitte nicht? Sollte eigentlich funktionieren. Das hatte ich davor auch schon mal, als ich die Straße eben nochmal angepasst habe.
Okay, jetzt gehen die runter. Jetzt müsste er hier drauf kommen. Und dann klappt das. Jawohl. Und da drüben souverän runter. Dann haben wir das nämlich hingedeichselt. Wunderbar. Schöner Anfang. Sind wir relativ gut, was das angeht. Vor allem natürlich immer noch unterhalb des Budgets. Und jetzt kommt Level 610. Sixpack. Originalkonzept bei Violets are Blue. 35.000 mit Wood Steel Piston Cable. Sportscar. Hydraulikphase, Large Paddle Boat, Hydraulikphase, Sportscar. Sind die auf der richtigen Seite? Ja, sind sie. 3 Sportscars, also erst die ersten 3, dann die zweiten 3. In Ordnung. Wir haben genau 18 Straßen, das heißt hier natürlich die direkte Verbindung. Die kopieren wir und packen sie hier. Ey. Was ist da denn los? Nicht in der Lage, richtig zu kopieren. So. Die auf jeden Fall. So, die 3 festmachen und dann fährt das Ganze. Im Prinzip würde ich die sogar fast so festmachen. Hier oben vielleicht noch mal so einbringen. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich die ersten 3, sprich die ganzen A-Wagen, rüber bekomme. Und danach mache ich mir Gedanken über die Hydraulik. Weil darauf wird es halt einfach wieder hinauslaufen. Na, so. Hält das? Nein. Das wäre zu einfach. Okay. Wir haben 20 Stahl. Unlimited Wood. Aber wir kriegen hier auf jeden Fall keine Diagonalen hin. Wir haben Kabel, 14 Hydrauliks. Was wollen wir machen? Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Ankerpunkt. Den sehe ich jetzt eben erst. Also wahrscheinlich das Ganze nach da ziehen. Also haben wir hier auf jeden Fall 3 Splits. Das heißt, hier festmachen und dann hochziehen auf beiden Seiten. Das wäre die logischste Erklärung. Bei 20 Stahl glaube ich sogar machbar. Weil wir so das Ganze machen. So, und dann hier die nochmal dazu in Holz so verbinden. Und hier natürlich auch. Hält das tendenziell schon? Ich glaube nein. Obwohl, doch. Das hält sogar. Cool. Nur hier unten haben wir auch gleich ein Problem. In Ordnung. Jetzt brauchen wir noch hier drüben eine kleine Stahlkonstruktion, die uns wieder mal unser Sträßlein ranzieht. Und natürlich mit Contract, genau. So, stimmen die Zahlen denn? Das ist jetzt die Frage. Können wir hier sogar, glaube ich, auch Stahl draus machen, oder? Ups, natürlich auch richtig verbinden, das ist ganz wichtig. Die Zweier gehen rüber. Wir haben hier natürlich ein Problem, dass eine Straße immer runterklappen wird hier unten. Also wir müssen hier sogar einen extra hinmachen. Der Einser. Der Zweier wird hier gehalten. Das könnte sogar schon theoretisch funktionieren, sofern er hier das Ranziehen schafft. Wollen wir mal gucken, ob das so einfach ist oder ob nicht. Es ist natürlich nicht so einfach. Warum auch? Ich glaube, es ist auch viel zu einfach gedacht. Wenn wir das hier machen, dass es hier auf einmal so rangezogen werden kann.
Ich meine, ihr wisst, ich bin da nicht wirklich kreativ. Deswegen denke ich schon wieder an so ein Aufzugsmodell, was wir schon gemacht haben. Aber ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber wir kriegen das kaum hoch genug. Es müsste ja bis hier hingehen. Die unterste Reihe müsste bis dahin laufen. Das würde er nicht schaffen. Bin jetzt gerade wieder an so einem Punkt, wo ich wirklich viel grübeln muss. Wenn die letzten Level relativ schnell von der Hand gingen. Wie machen wir das? Hält das schon, wenn wir das hier nicht reinmachen? Hält das an sich schon? Nein, es braucht die tragenden Stützen von oben nach unten. Können wir hier wirklich was dran ziehen? Nicht wirklich, weil es halt diese Dreilagigkeit hier hat. Wir haben sehr viel Hydraulik, mit dem wir arbeiten können. Wie wär's denn, wenn wir hier doch wieder die Dinger reinmachen? Und wir machen das einfach so. So. Du ziehst dran. Du ziehst dran, du ziehst dran, du ziehst dran. Wir müssen hier unten natürlich noch die Straßen nochmal befestigen. Mal ganz kurz schauen, ob das alles so passt. Ich denke ja. Nicht wirklich. Was denn, wenn wir das nach hinten machen? Geht nicht. Mal die hier nochmal weg. Schauen wir uns mal nur das hier an. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Weil das hier einfach komplett auseinanderreißt. Wow. Ach ja, Hydraulik-Dinge. Manchmal mag ich sie, manchmal hasse ich sie. In dem Fall eher letzteres. Die fahren auch alle parallel. Das heißt, wir können hier nichts nacheinander machen. Wir müssen die Straßen auf jeden Fall erstmal festkriegen. Danach müssen wir gucken, wie kriegen wir die Straßen weg von dieser Mitte und danach wieder zusammen. Und das ist natürlich die Hydraulik eigentlich am einfachsten. Ranziehen, rausziehen. Nur hier haben wir dreilagig. Was tun? Müssen wir hier auch die Splints reinbringen. Ups, das war jetzt nicht geplant. Na, was soll denn das? So. Dass nämlich die Dinger hier mitgehen. Machen wir Holz. So, damit auf jeden Fall die Straßen, nee, ist eigentlich Blödsinn, die müssen ja bleiben. Die Straßen sollen ja nicht mitgehen. Das Ding geht ja nach da gezogen. Ja, so ehrlich. So.
hier das einmal fest und da einmal fest. Genau, damit die Straßen nicht zusammenklappen, wenn sie kommen. Dann machen die hier aber schon wieder keinen Sinn. Ich weiß es gerade nicht. Langsam aber sicher. Ich bin jetzt bei Part 4, den ich am Stück aufnehme, sprich knappe 1,5 Stunden etwa. Da hängt dann schon wieder ein bisschen der Kopf im Nichts. Ich würde aber gerne noch einen möglichen Ansatz haben in der Folge. Um wenigstens zu wissen, wie ich dann weitermache. Wir haben noch 2x Stahl. Wir haben ganz viel Hydraulik, wir haben ein bisschen einigermaßen Kabel, wir haben unendlich Holz, aber keine Straßen mehr. Wie kriegen wir das Ganze gebacken? Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich würde das gerne noch hinkriegen. Wir haben hier Ankerpunkte, die auf jeden Fall wichtig sind. Das steht fest, sonst wären sie nicht da. Könnte man theoretisch hier hochdrücken. Wenn man hier Hydraulikdinger reinmacht. Was passiert dann? Das interessiert mich jetzt mal. Wenn wir hier in die Mitte Hydraulikdinger reinmacht, hier. Hier in der Mitte natürlich nicht. Das wäre dumm. Und wir lassen das Ganze einfach mal komplett wir müssen es so rum machen. Expanden. Was passiert? Wird explodieren, weil das in der Mitte hier reißt. So, das hat jetzt irgendeinen Grund, was danach machen wird in der Mitte. Wir haben die Splits gejoint. Was passiert? Es reißt einfach nur. Ich komme hier gerade nicht weiter. Es tut mir leid, dass ich jetzt die letzten paar Minuten nicht wirklich vorwärts kam. Aber wie gesagt, nach 1,5 Stunden ist das hier ganz schön zermartert. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch am Mittwoch dabei, wenn es weitergeht. Mit dem Level und hoffentlich mit einem klaren Kopf dann wieder. Bis dahin vergehen wieder 2 Wochen bei mir. Von daher sollte es funktionieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt ein schönes Wochenende und ciao.